Hallo, herzlich willkommen zur erneuten Live-Schaltung hier bei Facebook am Freitagmittag. Das ist auch ein ganz besonderer Grund. Das erklären wir euch gleich. Es begrüßen euch Lukas Meise. Genau, und Sebastian Müller-Bauer. Wir sind wieder da und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Thema heute: Umweltprämie. Ist ja nun in aller Munde. Vor ein paar Wochen kam es in den Nachrichten und endlich sind sie da, die Zahlen, die Daten und die Fakten für den Volkswagen-Konzern. Und genau darauf gehen wir ein, Lukas. Erzähl mal, Umweltprämie kennen wir ja schon. Genau, Umweltprämie, wir haben es jetzt schon ein paar Mal durch, ein paar Mal auch in abgeänderter Form. Erst sind die Nutzfahrzeuge so ein bisschen rausgefallen, dann gab es das Ganze nur noch, wenn man Diesel bestellt hat. Und jetzt seit dem 18.10., sprich seit gestern, ist sie eigentlich offiziell wieder da. Aktuell auch noch zeitlich unbegrenzt, wir wissen nicht, wann das Ganze endet, geben darüber dann aber auch rechtzeitig Bescheid. Also wir rechnen mal damit, dass es dieses Jahr auf jeden Fall bleiben wird. Ja, also aber vermutlich deutlich länger, so wie wir das Gefühl haben. Ne? Ja, das denke ich schon. Also wer kriegt denn überhaupt diese Umweltprämie? Für was gibt es die eigentlich? Ja, die Umweltprämie gibt es wieder für alle Besitzer eines Euro 1 bis Euro 4 Dieselfahrzeugs. Einzige Voraussetzung dafür außerdem noch, das Fahrzeug sollte mindestens 6 Monate im Besitz sein oder angemeldet sein auf die Person, muss aber nicht an einem Stück gewesen sein. Heißt also, wenn das Fahrzeug schon abgemeldet ist und zuvor aber mindestens 6 Monate zugelassen war, bekommt man die Prämie ebenfalls. Wie kriege ich denn raus, was für eine Euronorm mein Auto hat? Ja, am besten einfach mal in die Fahrzeugpapiere reinschauen. Da steht auf der linken Seite in einer der Spalten dann Euro 1, 2, 3, 4. Vielleicht auch 5 oder 6, kann natürlich auch sein. Die Fahrzeuge bekommen es nicht. Und drunter sollte im besten Fall Diesel stehen und nicht Benzin. Genau. Also fassen wir zusammen, für alle Dieselfahrzeuge, die in Ihrem Besitz sind und das seit 6 Monaten auch sind, also schon seit 6 Monaten zugelassen sind, bekommen diese Prämie, sofern im Fahrzeugschein Euro 1, 2, 3 oder 4 steht. Und ja, was passiert mit den Autos? Ja, die werden, wie schon bekannt, wieder verschrottet. Es ist auch möglich, dass die Fahrzeuge schon zuvor verschrottet werden, durch Sie privat, durch euch privat oder weil jemand einen Schrotthändler kennt oder so. Voraussetzung ist allerdings, dass dann ein Verschrottungsnachweis vorgelegt wird, damit die Prämie beantragt werden kann, damit ihr die Prämie auch bekommt. Ansonsten Fahrzeug sozusagen kaufen bei uns, bestellen, altes Fahrzeug abgeben und dann wird er verschrottet. So, jetzt kommt das Wichtigste. Wie viel Geld gibt es denn überhaupt? Ja, das staffelt sich natürlich wieder so ein bisschen nach Fahrzeuggröße. Ich habe einfach mal bei uns bei VW gibt es zum Beispiel beim Polo 2500 Euro, beim Golf wieder 5000, beim Passat 8000. Und was immer noch auf die Prämie oben drauf kommt, sind 1750 Euro zusätzlich. Das hat auch einen Grund. Bei Volkswagen ist es so, wenn wir ein Neufahrzeug kaufen möchten mit Umweltprämie, muss dies ein Diesel sein. Also ihr habt nicht die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt meinen alten Diesel abgeben und einen Golf kaufen und die Umweltprämie nutzen dafür, muss es ein Dieselfahrzeug sein. Das ist interessant. Also ich bekomme Geld für die Verschrottung. Gestaffelt bis zu 8.000 Euro, beim Golf hast du gesagt 5.000 Euro? Bis zu 10.000, sogar beim alten Touareg. Okay. Aber da haben wir nicht mehr so viele Bestände. Aber wir bleiben mal beim Klassiker Golf, da gibt es 5.000 Euro. Plus 1.785. Plus 1.785 sind wir also bei 6.785 Euro für die Verschrottung des alten Euro 1 bis Euro 4 Fahrzeug. Aber es muss ein Diesel sein, den man kauft. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, das ist eine wichtige Auflage, die gilt bei Volkswagen. Ich rede jetzt mal von Audi, bei Audi ist es ähnlich. Das Auto muss auch verschrottet werden. Es gibt Prämien von bis zu 10.000 Euro. Zum Beispiel Audi A4 war jetzt ein klassisches Fahrzeug. Da sind es 8.500 Euro für die Verschrottung. Gekauft werden darf aber bei Audi ein Benziner oder ein Diesel. Also da gibt es diese Auflage nicht. Genauso darf auch ein e-tron, also ein Elektrofahrzeug, oder ein g-tron, also ein Gasfahrzeug, gekauft werden. Da gibt es also keine Auflage. Bei Skoda können wir leider noch nichts Genaues sagen. Leider hat der Hersteller Skoda noch keine Informationen über die Prämienhöhe herausgerückt. Das würden wir euch nachliefern. Wir gehen aber schwer davon aus, dass es in den nächsten Tagen auch passieren wird und die Regelung ähnlich sein wird, wie wir es jetzt hier auch gerade schon verkündigt haben. Ja, was ist noch wichtig? Naja, nicht jeder möchte vielleicht einen Neuwagen kaufen. Stimmt. Ja, manch einer sagt vielleicht so ein schöner Jahreswagen, bei Audi ja sogar Vorführwagen, wie ich mitbekommen habe. Ja. Würde mir auch ausreichen, der hat ein paar Kilometer runter, der hat eine vernünftige Ausstattung, der kommt aus einem ordentlichen Vorbesitz und der hat schon ordentlichen Preisnachlass. Und für den gibt es die Umweltprämie? Und für den gibt es die Umweltprämie. Jawohl. Voraussetzung dafür muss ein Werksdienstwagen von VW sein. Das oder heißt, Audi. Oder Audi natürlich. Heißt Vorbesitz Volkswagen AG oder Mietfirma. Europcar, Sixt, alles, was es da alles gibt.
Danach staffelt sich die Umweltprämie wieder so ein bisschen. Da gibt es beim Golf zum Beispiel 3.750 Euro, beim Passat 6.000 Euro. Was aber sehr, sehr interessant ist, bis 30.11. habt ihr die Möglichkeit, die Umweltprämie bei der Golffamilie und auch beim Passat mit der 0,0% Finanzierung zu kombinieren. So ist es zum Beispiel möglich, da kommt nachher, wenn ihr das Ganze seht, auch ein Angebot bei Facebook Online, einen Golf 7 Werksdienstwagen nur als Umwelt, also nur mit der Umweltprämie für 99 Euro im Monat zu fahren. Ja, das ist da habt ihr eine vernünftige Ausstattung und da muss es kein Diesel sein, da kann es auch ein Benziner sein, da kann es ein Elektroauto sein, da kann es ein Hybrid sein. Okay, also die Auflage des Dieselkaufens bei Volkswagen gibt es bei Gebraucht, also bei Werksdienstwagen nicht. Genau. Das ist interessant. Und es kann kombiniert werden mit der Aktionsfinanzierung. Ich spreche jetzt wieder für Audi. Auch bei uns gibt es die Prämie auch für Vorführwagen und für Jahreswagen, für Werksdienstwagen, für Mietfahrzeuge, ehemalige. Und da bis zu 8.000 Euro, zum Beispiel beim A4 sind es 6.795 Euro. Und es ist auch wieder egal, ob es ein Benzin-, Diesel-, Elektro- oder Gasauto ist. Ja, das war das. Die ganze Zeit reden wir über Kauf eines Autos. Und das Wichtige haben wir gar nicht gesagt, es ist natürlich nicht nur bei Barzahlung, die Prämie gibt es auch bei Leasing und auch bei Finanzierung. Genau. Wir haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet, also auch Finanzierung und Leasing ist möglich, nicht nur Barzahlung. Und ja, der Rat von uns an euch ist, setzt euch mal mit uns Verkäufern, mit dem Team hier in Verbindung und lasst euch mal was rechnen, bringt euer Auto mit, die Papiere mit und dann gucken wir uns das mal an, was in eurem Fall am lukrativsten ist. Und dann können wir auch schauen, was wir da haben. Ihr könnt genauso wie wir auch in den Vorführwagen, in den Werksdienstwagenpool reinschauen. Genau. Bei uns sind es knapp 6.500 Autos, die sofort zur Verfügung stehen, die abgerufen werden können. Bei uns noch deutlich mehr. Ich glaube beim VW-Konzern, genau, bei Volkswagen sind es noch ein paar mehr Autos. Also wir haben einen sehr großen Pool. Es betrifft nicht nur die Autos, die hier auf dem Hof stehen, sondern wir können auch aus dem Pool was abschöpfen. Ja, was hast du noch auf deinem Zettel stehen? Ja, eigentlich nicht viel, aber ich denke mal, du willst bestimmt auf die Umtauschprämie hinaus. Genau, die Wechselprämie, genau, oder die Umtauschprämie. Wechselprämie. Jetzt kommen nämlich bestimmt bald die Fragen, ja, Euro 4 habe ich nicht, ich habe so ein Euro 5 Fahrzeug. Und der ist ja jetzt so im Wert so dolle gefallen. Und wer weiß, ob ich in Hamburg oder Kiel oder Frankfurt oder Stuttgart oder Karlsruhe überhaupt noch reinfahren kann. Was ist eigentlich mit den Euro 5 Fahrzeugen? Ja, die Euro 5 Fahrzeuge, für die gibt es eine Wechselprämie, eine Umtauschprämie. Heißt also, das Fahrzeug wird ganz normal nach DAT bei uns optisch wie technisch bewertet. Wir legen einen Ankaufspreis fest. Das Euro 5 Fahrzeug wird aber im Gegensatz zu den Euro 4, Euro 3 Fahrzeugen nicht verschrottet, sondern regulär angekauft. Und obendrauf gibt es eine Umtauschprämie. Genau, eine Umtauschprämie bis zu, ich glaube, 6.000. 7.000, glaube ich. 7.000, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. 6.000, 7.000 Euro ist auch wieder nach der Klasse gestaffelt. Jetzt kommt aber noch etwas ganz, ganz Wichtiges, bevor jetzt alle losrennen. Darüber würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr alle kommt. Aber diese Umtauschprämie gibt es nur für die Fahrzeughalter, die ein entsprechendes Schreiben vom Kraftfahrtbundesamt bekommen haben. Diese Schreiben gehen jetzt in den nächsten Tagen an den Fahrzeughaltern raus. Es betrifft in groben Fahrzeughalter, die in den Problemregionen wohnen, wo jetzt ein Fahrverbot droht oder schon ein Fahrverbot besteht. Diese werden vom Kraftfahrtbundesamt angeschrieben und mit diesem Schreiben müsst ihr zu uns kommen und dann gibt es diese Prämie. So ist das aktuelle Verfahren. Ganz wichtig, also ohne diesem Schreiben gibt es die Prämie für die Euro 5 Fahrzeuge, die nicht verschrottet werden, sondern normal eingekauft werden, nicht. Das hat mit der anderen Prämie, mit der Verschrottungsprämie für Euro 4 Fahrzeuge nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Sachen. Heißt das eigentlich, dass Kunden, Interessenten aus unserer Region wahrscheinlich davon nicht profitieren können? Momentan sieht es so aus. Momentan zumindest. Wenn aber jemand gerade zusieht und aktuell in Frankfurt am Main sitzt und dort wohnt und sagt, Mensch, ich habe bei euch im Internet aber einen schicken A4 oder Tiguan gesehen, anrufen, Fahrzeug bewerten lassen. Genau. Und dann muss man schauen, vielleicht kann man da was machen. Wir wissen auch nicht, was im halben Jahr ist, ob in Leipzig zum Beispiel ein Fahrverbot droht, dann würde es ja schon wieder ganz anders aussehen. Ja, das ist erstmal wichtig zu wissen, das sind die zwei Sachen. Also Umweltprämie, da geht es um die Verschrottung, Euro 1 bis Euro 4 Fahrzeuge, attraktive Prämien, gestaffelt nach der Fahrzeugklasse. Ihr könnt ein neues Auto, ein gebrauchtes, ein Werksdienstwagen, ein Vorführwagen kaufen, leasen, finanzieren. Dafür gibt es dann die Prämie. Und die zweite Sache war die Geschichte mit Euro 5 Fahrzeugen, eine Wechselprämie, aber nur für Fahrzeuge und Fahrzeughalter aus den Problemregionen. Ja, das war's gewesen. Genau, ich denke, das haben wir alles gesagt. Wenn natürlich irgendwie noch was von Skoda kommt, werden wir uns
wahrscheinlich nochmal melden. Richtig, das machen wir. Ansonsten Fragen, Wünsche, Sorgen unten in die Kommentarzeile reinschreiben. Wir werden dieses Video auch noch bei YouTube hochladen, dass es auch länger zur Verfügung steht. Und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Kommt vorbei hier im Autohaus Rudolf in Merseburg oder Leuna. Und wir beraten euch auch hier gern vor Ort ganz persönlich. Wir sagen Dankeschön fürs Zugucken. Ich denke auch und wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Noch ist es ja schön. Bis bald. Ja. Tschüss. Ciao.